Wir wollten mal was Neues machen. Was anderes. Einfach was Persönlicheres. Einfach tiefer gehen und nicht nur die schönen Seiten zeigen. Faulheit, Triebe, Süchte, Liebe, Emotionen, Momente. Es sollte kein Stummfilm werden, eher ein Schrei nach Leben. Der Film sollte widerspiegeln, was für eine verdammt gute Zeit wir hatten und ja, zeigen, dass es auch anders geht. Einfach mal raus, einen freien Kopf bekommen und Energie tanken. Natur, Kultur, die Freiheit, das Leben, einfach leben. 6 Leute, 6 Tage, 6 Quadratmeter. Da gibt's kein Ich mehr, da ist kein Platz für Egoismus. Da heißt Ferienkommunismus rund um die Uhr. Wann hatte dein Kopf das letzte Mal Urlaub? Warst du schon mal auf Korsika? Täglich grüßt ein trockener Kater und jeder trägt sein Päckchen mit sich. Zeit, Karriere, Geld und Miete, Rechnung, Freizeit, Kosten, Kredite. Ich brauche eine Pause, brauche einen freien Kopf, brauche Luft zum Leben, jetzt und sofort. Vergessen kann ich nichts, es ist egal, wohin es mich treibt. Die Richtung ist jetzt ein anderer Weg, das Ziel ist dann in Sicht, wenn dort die Sonne scheint. Der Bus. 4 Uhr. Kriegst du eine Warnung von mir? Lutz, was sollen wir denn trinken, damit du unterwegs kein Problem bekommst? Was magst denn du gar nicht? Zu trinken? Ja, was magst du an alkoholischem Zeug gar nicht? Ja, das wird schwierig. Scheiße. Du kannst Baileys saufen oder so. Baileys. Oder Batida de Coco oder sowas. Ja, das ist echt ätzend. Da konnte ich glaube ich nicht hoch. Das ist echt ätzend. Also Jungs, wir trinken heute Baileys. Hey, was ist da stimmt in der Kiste? Kann ich machen. Ja, das ist auch wurscht. Genau, tut man so, als wäre die nüchtern. Ja, heute nicht mehr. Sein Bett gefunden, oder? Der liegt im Bus. Nee, mich regt der Scheiß auf. Ich glaube, ich bin dabei, ohne Witz, Mann. Ich brauch Urlaub danach jetzt. Ja, Mann. Also es schaut spitze aus, oder wie? Ja. Wir können eigentlich losfahren, oder? Ja, das machen wir jetzt so. Lass mal runter. Ja. Ein Profil haben wir da schon droben. Da schaust du dir an, die faulen Mechaniker. Wir müssen nur philosophieren hier. Ja, wir müssen hier Manta-Philosophie gerade veranstalten. Ja. Na, Beschleunigungswert hier, ja. Da kommst du überhaupt nie hin, Mann. Ja. Aber wenn er mal Wenden vom Berg runterschmeißt. Aufdrücken, solange es geht. Dann saut er nur ein bisschen raus und dann auf einen Schlag wegziehen. Bloß möglichst zu einer Seite. Ja. Wie auch immer. Da ist sogar eine Dichtung drauf. Siehst du das? Das ist so ein Scheißdreck, Alter. Dichtung, so ein Schmarrn. Die sind mir Müllfilter mit dabei. Die Dichtungen? Ja, sicher. Ich hoffe. Hm? Jetzt bloß so eine Gummidichtung gesehen eigentlich drin. Oh, muss ich schauen. Nö, eigentlich haben sie gesagt, dass sämtliche Dichtungen dabei sind. Ja, sicher. Was ist das, eine Siffe? Ja. Leck mich am Arsch. Richtig lecker.
ein bisschen Sound auf die. Ne? Ja. Was meinst du, wann haben die das letzte Mal einen Ölwechsel gemacht? So, 5 Stunden später ungefähr. Die Mechaniker gackern nur noch. Die Suffköpfe pennen hier. Und? Fertig! Fix und fertig. Soll ich das hernehmen? Ja, genau daher. Das Auto ist fertig. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Den harten Kampf. Sehr gut. Jetzt kann es dann losgehen.